So Leute, willkommen zurück zu Anno 1800 und ohne Scheiß, ich war von der letzten Folge zur jetzigen Folge nur kurz auf Toilette und ich weiß nicht, was passiert ist. Meine Schiffe sind erkrankt und ich weiß auch nicht, wie ich die heilen kann. Ich weiß das echt nicht. Keine Ahnung. Kriegen die Schaden? Aber scheinbar nicht. Weil hier steht irgendwie, ist überstanden innen, habe ich jetzt gerade gelesen. Hier infizierte Effekte. Die Krankheit kann auf Schiffe und Häfen in der Nähe übergreifen. Oh. Natürlich, da wo mein Hospital ist. Kacke. Wartet mal, wir müssen noch ein Hospital bauen. Scheiße, wie machen wir das jetzt? Bin gerade ein bisschen. Okay, das ist natürlich jetzt so uncool. Aber eigentlich, wie kann ich denn. Okay, ich wollte ja jetzt eigentlich hier unten die nächste Mission machen, aber was ist natürlich passiert? Ah, hier. Archäologie können wir machen. Geil. So, Flaschenpost. Schiffbrüchige benötigen ihre Hilfe, doch wo sind sie? Die Innereien, das heißt nach Hinweisen durchsuchen, die Insel aufzeichnen, die den zum Teil angegebenen Koordinaten entsprechen. Plus 20 Erfolgschance, das machen wir mal. Ach nee, ehrlich? Die Suche kann auf einen Bereich eingegrenzt werden, den man absuchen kann. Vorsichtig nähern, an die Insel und den Riff herantasten. 20% Erfolgschance, in sicherer Entfernung bleiben und den Ausguck nach den Schiffbrücken. Nee, wir machen das hier oben. Geil. Ui, ein Priester. Was macht er denn? Beeinflusst Kirchen. Unterhaltskosten 100%. Minus 100%. Wir nehmen ihn mit. Muss man da nicht auch irgendwas auswählen, was wir nicht mitnehmen? Oder kriegen wir den dann in den Inventarslot? Das habe ich eigentlich noch nicht verstanden bei dem Schiffen irgendwie. Aber wir haben jetzt mittlerweile drei am Laufen. Rettungseinsatz, Archäologie und nochmal Archäologie. Könnte gut werden. Eines Hauses außerhalb der Reichweite des Krankenhauses liegen Leiden oder Krankheiten. Ja, das Krankenhaus ist ja jetzt hier. Wir müssen jetzt nochmal... Wir machen mal einen auf schnell, damit wir hier vielleicht helfen können. Die Epidemie wurde besiegt. Okay, hat sogar schon geholfen. Ich hätte jetzt uns gesagt, jo, wir machen jetzt nochmal einen. Aber wir machen mittlerweile gut Geld, Leute. Ist ausgebrochen. Wo denn jetzt schon wieder? Da. Ja gut, aber das ist neben den Krankenhäusern. Die können ja sogar rüber spucken. Und können. Was haben wir denn hier? Das Lager ist voll, Riffe. Okay, wir haben zu viel Zuckerrohr. Hola. Kann es sein, dass die Rumbrennerei nicht da oben dran kommt? Wartet mal. So, wir müssen mal kurz gucken. Wo brauchen wir denn Zuckerrohr? Hier, bei Rum. Wie viel Rum haben wir eigentlich? Ich weiß halt nicht, ob wir eine Überproduktion starten. Wobei, wir könnten ja eins machen. Wir könnten noch ein Depot bauen. Wobei, wir könnten das Depot ja auch so bauen, ne? Ich glaube, das sieht besser aus. So, ne? Macht sich, glaube ich, besser. So, dann können wir ein bisschen mehr rumlagern. Weil ich weiß halt nicht, wie das mit dem Rum jetzt aussieht. Weil wir haben ja angeblich bleibt stabil, aber ich glaube da so nicht so dran. Oh, scheiße, da war irgendwas mit Schiff angegriffen, ne? Wie lange ist denn das jetzt hier noch? 1,40. Wir stehen das mal ganz schnell aus. Dann können wir jedenfalls unten... Wobei, wir könnten das anders machen. Wir gehen mal... Boah, hier die Krankheit, die geht mir auf den Zwirn gerade ein bisschen. Hier, mobilisieren. Wir greifen da jetzt mal an. Okay, wir haben jetzt hier die Rettungsmission. Oh, was ist das? Blut, Öl, Tränen und Schweiß. Ein übergewichtiges Schiff ist leichte Beute für stürmische Wellen. Den Heckanker auswerfen. Ein Treibanker zusammenschustern und auf das Wasseroberfläche treiben lassen. Geschickt zusätzliche Erfolgschance plus 20. Oh. Nehmen wir das. Bringen Sie uns auf Kurs. Ein Fehlschlag. Die Mannschaft sollte sich aufs Unterdeck begeben. Scheiße. Sie betäuben, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Sich die Zeit nehmen, diese Lösung als die beste zu präsentieren. Ah, Redegabe, wir haben ja keine. In den Wellen gestorben. Der Zeitverlust war nötig. Okay, die Offiziere nehmen sich die Zeit, die Händler zu überzeugen, indem sie trotz des zunehmenden Drucks durch den Wellengang und des starken Schaukelns alle denkbaren Möglichkeiten ein. Okay, okay, okay. War das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Ich glaube, das war gut. So. Ah, lol, das ist noch gar nicht gebaut. Ich hab ja das war schon gebaut, ey. So, was haben wir denn hier? Wir müssen... Also, was wir jetzt auf jeden Fall machen, wir gehen jetzt in die alte Welt und
Oh geil, wir haben jetzt Attraktivität 486. Wie haben wir das denn geschafft? Können Sie mir vielleicht oh, wir haben das Erntedankfest laufen. Wie cool ist das denn? Wie cool. Wir haben jetzt wir haben eine 486 Attraktivität. Das liegt aber wahrscheinlich auch an unserem Zoo, oder? Würde ich jetzt mal so schätzen. Kann man hier schon irgendwas klicken? Nee. Was haben wir hier? Okay, das können wir alles löschen. So, wir müssen jetzt gleich mal hier unsere Mission weitermachen, weil wir irgendwie lassen wir das gerade ganz schön schleifen und bauen einfach nur weiter aus. Aber wir wollen ja die Story weiterspielen. Ui. Spielstand gespeichert. Leute, wir haben einen Papagei. Ich hatte... Wisst ihr, was kacke ist? Ah, nee, wartet mal. Nee, das passt ja. Hier ist ja der Gang. Aber das hätten wir eigentlich hier rüberschieben können. Dann hätten wir hier den Gang machen können. So, warte mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Noch einen neuen... So. What? Geil, ey, dass die Attraktivität da so krass steigt, ne? Mit einem Zoo vor allen Dingen. Hätte ich niemals gedacht. So. Wir müssen mal ganz kurz ein bisschen rüber schauen. Also, ja, wir haben klar noch diese Beginnen Sie mit der Expedition gesunkene Schätze. Machen wir aber noch nicht, weil ich möchte jetzt ja erstmal eins nacheinander schaffen. Weil. Ist so. Was haben wir denn hier? Kann man hier irgendwas noch aufwerten? Tiere? Ist das Verwaltungsangestellte? Effekte minus 3%. Keine Ahnung. Ach so, die Zeitung, ne? Scheiße. Oh, pünktlich auf die Minute. Wie immer. Scheiße. Ja, wir haben die letzte Zeitung einfach durchlaufen lassen. Bemerkenswert effektive Heilung. So. Haben wir denn hier noch irgendwo Lagerhäuser? Boah, hier ist alles gerade am Maximum. Ja, eigentlich wäre das sinnvoll, wenn wir anfangen zu verkaufen, ne? Warte mal. Aber wenn ich dann wieder richtig reinhustle und wieder reinbaue, sieht das alles wieder ein bisschen anders aus dann. Neue Befehle, Admiral. Ja, warte mal, was haben wir denn jetzt? Holz haben wir doch noch genug. Hier, verkaufen. Hier, bis 248. Wir haben ja, das ist ja nicht so, dass das haben wir ja unendlich aktuell. Daher ist das jetzt nicht so schlimm. Eisenhammer, hier auch, das auch. Hier, aber die können wir ja auch locker, da können wir so viel Geld rausschlagen. Wir haben eigentlich so viel Geld aktuell in Sand gesetzt, weil wir es einfach nicht benutzt haben. So. Könnten wir denn schon die Handwerker hochstufen? Nein, könnten wir nicht. Was fehlt uns? Glänzen vor Wonne. Fleischkonserven fehlen. Heißt, uns fehlt Rind, uns fehlt Paprika. Aber haben wir nicht schon Paprika angebaut? Oder war ich noch nicht in diese Richtung? Habe ich in die Richtung noch gar nicht angefangen? Die Fregatte würde ich gerne wieder... An die Segel und Brassen. Die Fregatte schicken wir auch wieder in die andere Region rüber, damit wir drei Schiffe drüben haben. Das reicht auch. Also wir brauchen nur maximal drei Schiffe hier drüben. Nee. Hat er Gulasch? Aber wieso bleibt Gulasch stabil? Wir benutzen das da gar nicht. Ach so, ne, die 20 Gulasch, die habe ich ja so bekommen, ne? Gut, theoretisch gesehen müssten wir eigentlich, was Geld angeht, müsste eigentlich jetzt so richtig hochschießen. Wenn etwas gut ist, spricht es sich schnell herum. Nächster Besuch in 11 Minuten. Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. Für die Leute, die das noch gar nicht gesehen haben, hier unten ist ein Schiff. Und da steht dann da, wann die Gäste kommen. Wahrscheinlichkeit von 15%. So, was haben wir jetzt hier? Danke für die Liebenswürdigkeit. Okay, wir müssen jetzt mal kurz gucken, weil wir haben jetzt die. Und wir müssen jetzt hier anfangen auszubauen. Ach, kacke, ich weiß warum. Nee, warte mal, hä? Ich hatte die doch jetzt schon hier, oder? Hab ich sie wieder mitgebracht. Ja, da bist du schon hier, lol. Erwarten neue Horizonte. So. Also wir müssen auf jeden Fall ziemlich viele Lager dran bauen, weil wir hier ziemlich viel Bier brauchen. So, dann können wir ja jetzt den... So, jetzt brauchen wir neue Arbeiter. Das ist das, was ich nämlich erwartet habe. So. Bauarbeiter.
Wir brauchen das Hammer. So. Theoretisch gesehen müssten wir eigentlich nur noch eine Reihe machen. Dann müsste das eigentlich ausreichen. Zumindest haben wir genug zu essen. So, das müsste passen. Kommt ja überall ran. Wir könnten ja theoretisch gesehen noch einen Marktplatz hier so dran setzen. Was fehlt uns denn? Holz bestimmt, oder? Ja. Was denn hier? Hier fehlen die Rohstoffe. Ja, dann hol sie dir. Wo ist denn der Marktplatz? Da ist der Marktplatz. Ah, der ist überfordert gerade. Gespeichert. Das Lagerhaus ist überfordert, Leute. Wir setzen hier einfach mal noch eins hin. Wir brauchen hier wieder Holz. Ja, natürlich. Der Idiot ist zurück. Oh, halt! Alter, irgendwann hau ich den einen auf sein Zwirn, ehrlich. Glück und Licht. Geringe Explosionsrisiko. Sicherheitsexpedition in Las Ila ergab, dass die dortige Industrie nicht viele Explosionen befürchten muss. Ha, danke. Geteilte Freude. Guck mal, was haben wir denn, was wir hier schön hochschießen können? Wir könnten Einnahmen hochnehmen. Wir könnten Verbrauch der Bedürfnisse um 20% runtersetzen. Aufstandswahrscheinlichkeit, das haben wir eh kaum. Zufriedenheit erforderlich, könnten wir theoretisch den runtersetzen. Kapitulationswiderstand. Hä? Das habe ich alles gar nicht in der Sicht. Hier Zufriedenheit wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Ja, zack. So, was haben wir denn hier? Blutrot auf weiß. Piratenflagge. Ein Piratenschiff. War das jetzt schon Zensur oder glaube. Politur? Lass sie nur kommen. Der Kampfgeist der Mannschaft mit der Rede wecken. Ah, lol. Das ist jetzt, weil der jetzt auf dem Schiff ist, zählt er dazu, oder wie? Einfluss gewonnen. Ist ja witzig. Piratenschiff ändern. Aus allen Rohren feuern. Zusätzlicher Erfolgschance plus 3%. Okay, das sieht halt ganz gut aus. Waren die Kanonen auf die Piraten oder in den Himmel gerichtet? Ja, da sind ja gar keine Kanonen drauf. Ich glaube, sie kapitulieren. Das Regime. Habt ihr einen? Die Piraten haben keine Chance. Kaum haben die Schurken das Deck betreten, startet die Mannschaft ihr durch. Ihren durch die Jahre der Erfahrung perfektionierten Gegenangriff. Ja, aber wenn ich die Piraten jetzt besiegt habe, kriege ich nicht in ihre Rohstoffe? Ich denke nicht. Okay. So, hier. Wie sieht's denn hier aus? Was brauchen wir denn? Holz. Von hier. Holz. Okay. Sieht ja ganz gut aus. Das heißt, die Bierproduktion hier läuft. Okay. Da ist es hier. Kann man hier eigentlich... Hafenmeisterei, Kanonen, Kai, Segelschiff, Depot, Hafenmeisterei. Ich will eigentlich hier so eine andere Butze haben. Hier eine andere Anlegestelle. Warte mal. Wenn ich die andere Anlegestelle hier hinsetze, muss sie verbunden sein? Muss sie verbunden sein mit einem... Warum richtet der die denn immer so komisch aus? Nee, das machen wir nicht. Aber es wäre halt perfekt, wenn wir die Anlegestelle auf der anderen Seite setzen. Also hier eigentlich. Damit könnten wir dann immer so drüben ranfahren, aber... Weil das ist Müll. Wenn die jedes Mal in die Ecke fahren... Das ist kacke. So, was haben wir denn jetzt hier? Erstmal die Expedition. Ich komme hier gar nicht zu was anderem. Ich wollte eigentlich schon längst die Mission starten. Die Schuldigen suchen? Was haben wir hier? 10% plus. Die Angst hat uns im Griff. Oh! Bereit für was? Oh, das hat aber echt Moral gekostet. Meine Herren, ey. Okay, wir machen jetzt die Mission weiter. So. Es ist ja immer noch eine Krankheit. Wieder Krankheit, oder? Nehmen wir das Schiff hier weg, wenn nicht, dass das auch noch eine Krankheit kriegt. Ich will hier endlich diese... Wie ist denn das hier? Muss ich hier vorbei sneaken oder was? Ja, das wird schwierig. Auf Kurs halten! Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ach ja, das geht wieder nicht.
Okay. So, guck mal doch mal. Selbstlose Taten. Die Entführer mit einem Ruderboot zu ihrem Unterschlupf verfolgen, auf dem Schiff bleiben und das Feuer eröffnen, sobald der Dampfer erscheint. 120%. Ja, komm hier. Ich wollte gerade sagen, also das wäre ja so Wahnsinn, wenn das nicht. Die Entführer dazu bringen, den Ort ihres Verstecks preiszugeben. Natürlich habe ich daran auch wieder. Der Wille ist da, aber nicht das Ergebnis. Ich hatte gerade 120% und habe es trotzdem verschissen, ne? Also der Wahnsinn. Spielstand gespeichert. Neue Ziele. Haltet sie auf Kurs. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hallo. Lässt dich nicht lumpen. Ein Schiff erster Klasse. Wir sind doch keine dummen Schafe. Nö. Hä? Haltet sie auf Kurs! Wir haben gerade ein anderes Problem, Leute. Wir haben gerade ein richtiges anderes Problem. Oh, bitte von da oben. Auf Scheiße. Kurs halten. Huiuiuiuiuiuiui. An die Segel und Brassen. Kurs gesetzt. Fährt der jetzt lang? Die Gewerkschaft hat genau Segel das vorhergesagt. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Mein Feuer ist ausgebrochen. Haltet sie auf Kurs. Kurs gesetzt. Muchas gracias. An die Segel und Brassen. Na, muss doch nochmal einen großen Bogen nehmen. Wo waren die anderen jetzt? Segel setzen. Da. Kurs gesetzt. Die Flammen wurden gelöscht. Ja, ja. Deswegen bin ich da jetzt nicht gucken gegangen, weil ich wusste, dass sie die halt löschen. Oh, das wird... An die Segel und Brassen. Oh, jetzt will ich zu viel, glaube ich. Das oh mein Gott. Ich bin dankbar für alles, was Sie von uns erreicht haben. Erstmal hier kurz raus. Segel setzen. Oh, ich habe das dumme Gefühl, dass er jetzt querfeld einfährt. Okay, passt. An die Segel und Brassen. Achso, ich muss sie hier abliefern. Ja. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ja, schön. Ich hoffe, die Waffenruhe wurde beendet. Ja, super schön. Ich hoffe, die bomben sich da gegenseitig richtig hart weg. Lassen Sie uns das alte Fernrohr. So. Admiral. Du kommst halt wirklich nicht mehr da raus, wenn du drei Stück laufen hast. So, der Sturm erhob sich wie aus dem Nichts und schleuderte ihr Schiff an die korallenüberwiesene Küste. Ja, komm hier, 6%. Scheiße, das ging da runter, oder? Nee, doch nicht. Versuche herauszufinden, ob sie schädlich sind. 6%, 20%. Komm schon. Es sind tödliche Knollenblätterpilze. Scheiße. Oh, Alter, das ist ja richtig diese Moral, ne? Die Menschen lassen sie hochleben. Oh, geil. Was? In La Isla? Wie habe ich das denn gemacht? Wie habe ich das in La Isla denn gemacht? Ich habe doch gar nichts getan hier. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Das stimmt ja wohl gar nicht. Ich habe 1 Stunde aus Versehen Leerlauf gelassen. So, was haben wir hier? Es müsste ja alles gut laufen gerade hier, ne? Zeig mal. Ich bin am überlegen, ob wir Ponchos rüberbringen, Leute. Aber ich bräuchte zum Beispiel auch Schnaps und so. Das muss ich eigentlich alles rüber schaffen, ne? Scheiße, ey. Also hier Ponchos zum Beispiel müssten wir eigentlich in die andere Welt bringen. Glaube ich, oder? Die wollten doch, glaube ich, auch Ponchos haben, ne?
Oder wollten die... Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Zeig mal hier. Nee, rum. Ja, und die Dings, Konserven, ne? Die Konserven sind halt wichtig. Wir sind nicht auf dem Damm. Oh. Die Ärzte sind anderer Meinung. Parasitenbefall. Die neue Tinktur ausprobieren. Die Patienten zur Ader lassen. Ich fürchte, ich bin viel zu beschäftigt, um an so etwas Profanes wie Essen und Schlaf zu denken. Mein Gott, kommt doch endlich mal an, ey. Ah, hier. Erfolg zur See ist schwer zu erlangen. Zeig ich's doch. Was haben wir denn? Oh, geil. Wir haben sogar drei seltene Sachen. Wir haben ein Silberschild, ein Silberschwert und die Kunst der Medizin. Krass. Und wenn ich das Buch könnte ich bei der Heilkunst eigentlich immer mitnehmen, ne? Heilkunst 30. Aber Heilkunst sind auch Kartoffeln, glaube ich, ne? Erwarten neue Horizonte. Was haben wir hier? Oh. Blutöltränen und Schweiß. Den Heckanker auswerfen. Einen Treibanker zusammenschustern. Sie unser Leitstern. Passt. Oh, das war knapp. So muss das laufen, Leute. So muss das laufen. Aber wie haben, wo haben wir denn jetzt die Artefakte? Neue Befehle, Admiral. Ist das das Schiff hier oder nicht? Das muss doch das Schiff hier sein, oder? Ah, hier sind halt die Items. Wo kommen die denn hin? Hier ausgerüstet, Museum. Ach so. Also müssten wir jetzt... Nochmal. Ich will Archäologe werden, wenn ich groß bin. Meine Augen brennen. Bestimmt von dem ganzen Dreck hier. So, ne? Was kostet denn eigentlich die... In diesem Gebäude kann derzeit kein Zwischenfall beginnen. Es ist ja ein Zwischenfall. Boah, wir haben ja echt jetzt eine Attraktivität, die ist echt hoch, ne? Also, finde ich, für mich jetzt zumindest. Wenn ich jetzt hier rechne, hier 186 haben wir hier, 140 hier. Aber hier das Buch, weil war da auch gerade ein Buch irgendwo. Ah, hier dieses Singbuch, ne? Aber ich... Gibt's hier keine... Unentdeckte Epoche? Ach hier, das ist die Zeppelin-Sache, ne? Ah ja... Wir haben ja jetzt unsere Reise beendet. Theoretisch gesehen könnten wir ja die anderen Items ja auch wieder rüberbringen. Hier, zack, zack und zack. Haben wir jetzt so viele Kartoffeln? Wir haben jetzt das, wir haben zu viele Kartoffeln, ne? Wir haben echt zu viele Kartoffeln. Aber zu wenig Schnaps. Wie haben wir denn zu viel... Wait, what? Irgendwas stimmt mit meiner Produktion nicht. Wir haben doch 2, 4, 6 mal das. Dann haben wir 2, 4. Die Feierlichkeiten sind beendet. Schalalalalala. Ja, dann können wir ja auch mal alles ausbauen. So. So. Ihr bekommt kein Hausupgrade, aber ihr bekommt dafür geziegelte Wege. Was ist denn hier passiert? Oh.
So. Uns geht das Material aus. Ich kann euch das Material ausgeben, wenn hier überall Schweine dran sind. 2, 4, 6, 8, 10 mal Schwein. Und wir haben nur 2, 4, 4 Metz, 6 Metzgereien. Wie funktioniert denn das? Ich fühle mich hier ein bisschen verarscht, Leute. Wenn du mir jetzt sagst, wir haben jetzt hier, wir haben ja echt keine Schweine. Spielstand gespeichert. Hä, Baugelände blockiert? Wieso? Ach, scheiße. Wieso ist das blockiert? Das kann doch nicht blockiert sein. Scheiße. Einige Felder könnten helfen. Mhm, habe ich mir auch gerade gedacht. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Mhm. Das geht auch nicht weiter rüber, glaube ich. Kann es sein, dass hier irgendwie einige fehlen? Hier fehlt eine. Ne, das sind nur die, ne? Ach scheiße, ich wollte ja das extra. Das hier wollte ich ja wegmachen. Wollte gucken, ob das funktioniert. Also muss ich das so, die dazwischen, dann machen wir hier. Nee, das ist kacke. Alter, ich spackle hier gerade richtig rum, Leute. Ich bin hier gerade wirklich am überlegen, wie wir das bauen hier. So. Dann können wir hier vielleicht noch eine hinsetzen und dann hier hochbauen. Oh, dann fehlt uns wieder Bauern. Boah, ist das miese. Jetzt fehlen uns Bauern. Wieso fehlen uns jetzt Bauern? Und ich wette mit euch, das wird richtig mies wahrscheinlich jetzt. Theoretisch müsste das passen, so, ne? Gucken wir mal. Das reicht ja. Die müssen ja nirgendwo drankommen. Marktplatz. Wirtshaus. Passt. Mehr müssen die ja nicht kriegen. Theoretisch müssten die jetzt auch ziemlich hoch gehen. Alle stehen bereit. So, Leute. Dann gucken wir uns das noch schnell an, was hier passiert. Oh mein Gott, ey. Keine Angst vor Splittern. Ladung über Bord werfen, damit die Risse über die Wasserlinie steigen, die im Schwemmbereich versiegeln, egal was oder wer sich noch drin. Nee. Kann sich jetzt die Moral erhöhen dadurch oder verringern? Nee, Fisch kann man ja nicht wegwerfen, macht ja keinen Sinn. Wo steht denn da, wie viel man über Bord werfen muss? Leicht erhöht. Absolut sicher. Okay. Schließlich bekam die dumme Kuh Hühneraugen. Also sagte ich, halt deine Füße gesund, sonst kannst du nicht arbeiten und deine 6 kleinen Mäuler stopfen. Ah ja. Sehe ich genauso. Oh, hier die Rettungsmission, die geht wahrscheinlich. Pläne für neue zoologische Expedition, Leute. Das sehen wir aber wahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Deshalb danke fürs Zuschauen, Leute. Bewertet dieses Video. 30 Minuten. Immer. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Aber danke fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Anno 1800. Haut rein!